Willkommen zu diesen Impressionen einer Stadtführung durch Solothurn. Ich hätte nie gedacht, dass eine Stadtführung so interessant sein kann, aber unser Stadtführer Max Wild, der in seinem normalen Leben als Autor unterwegs ist, brachte uns die Stadt Solothurn auf interessante Weise näher. Gestartet sind wir bei der Trattoria di Daniele. Die schmalen und farbenfrohen Gässchen erinnern eher an ein südländisches Land und nicht an die Schweiz. Vorbei an einem der 11 Brunnen und der St. Ursen-Kathedrale geht es hoch zum Baseltor. Vorbei an weiteren Brunnen geht es aber zuerst links in Richtung altem Zeughaus, natürlich an weiteren Brunnen vorbei. Solothurn ist ja bekannt für seine Häufung der Zahl 11, wobei bei den 11 Brunnen gemunkelt wird, es würden einfach nicht alle Brunnen gezählt, damit es die Zahl 11 ergebe. Auch dienten die beiden Stadtheiligen Urs und Viktor angeblich in der 11. Thebaischen Legion. Im alten Zeughaus befindet sich die größte Fahnensammlung der Schweiz. Durch das Baseltor kamen wir heraus aus dem alten Solothurn. Und auf der linken Seite zeigte sich uns die Rietholzschanze. Ursprünglich gab es 11 solche Bastillionen, welche den Schanzring ergaben, und der Ring bestand aus 11 Türmen. Natürlich kann es sich fast nur um einen Zufall handeln, dass Solothurn der 11. Stand der Eidgenossenschaft in der Auflistung der Kantone ist. Zudem gab es in Solothurn 11 Zünfte, 11 Domherren und Kapläne, 11 Vogteien und heute das Elfibier. Unser Trip ging dann durch das Stadttor zurück in Richtung einer der 11 Kirchen und Kapellen. Die größte von allen ist die St. Ursen-Kathedrale. Mit dem Bau der Kirche wurde 1762 begonnen und 1773 war sie fertig. 11 Jahre, wen wundert's? Der Glockenturm hat übrigens die Grundmaße 6x11 Meter und in ihm sind 11 Glocken. Es verwundert auch nicht weiter, dass es in der Kirche 11 Altäre gibt. Und von den schwarzen Steinen am Boden aus, vom 11. kann man alle 11 Altäre sehen. Allerdings vom 10. aus sieht man sie etwas besser. Wenn man von der Altstadt herkommt zum Haupttor der Kirche, hat es dort zudem 3x11 Stufen. Wieder an Brunnen vorbei ging es dann zum Rathaus von Solothurn. Die Gasse links vom Rathaus, die hieß früher Eselgasse. Diese wurde jedoch nach dem Bau des Rathauses umbenannt, da es doch ein bisschen zu zynisch war. Weiter ging es zum Zeitglockenturm.
Allein dieser Turm ist schon eine Buchung der Stadtführung wert. Danke nochmals an Herr Wild für das Erklären jedes einzelnen Zifferblatts und dessen Bedeutung. Unsere Reise ging dann weiter durch die Altstadt vorbei an wunderschönen alten Gebäuden in Richtung Aare. Natürlich auch wieder an Brunnen vorbei in Richtung des früheren Standortes des Bärentors. Der Schlussstein des Torbogens zeigt, was die frühen Solothurner von Bären hielten. Deshalb heißt er auch Vödlistein. Da hier vermutlich jede automatische Übersetzung ins Wasser fällt, sei so viel gesagt. Die beiden Erhöhungen am Stein sind zwei Arschbacken. Die Markierung hier an dieser Hauswand zeigt die Höhe des Hochwassers 1651. Was war rund 2 bis 2,5 Meter über der Trottoirhöhe. Ende der Stadtführung gingen wir dann aufs Schiff in Richtung Biel. Wie das weitergeht, seht ihr im Film Aarefahrt und Schleusenfahrt mit dem Schiff von Solothurn nach Biel.